Servus, lieber Kaden, zusammen herzlich willkommen zur nächsten Runde von Let's Play Pflanzen vs. Zombies 2. Wir sind hier immer noch in der Piratensee, sind bei Level 12 stehen geblieben, haben im letzten Part hier dieses recht interessante Kokosnussschwein erhalten, also die Kokosnusskanone. Sieht für mich aus wie ein Schwein mit Zinsschnur, aber scheißegal, es ist recht interessant und lustig und angewidert zugleich. Feuer deine Reihe entlang, versucht beim Aufprall eine mittelgroße Explosion. Die sind aber scheiß Schweine teuer, ey, das ist nicht zu unterschätzen. Die kosten 400, die Teile. Also das ist schon knackig, ehrlich gesagt. Ob das jetzt einen großen Vorteil ist, ich weiß nicht. Aber wir werden es mal sehen. Also wir werden es mal austesten und wenn es einfach nichts ist, dann... Hier. Mehr kann das auch nicht machen, obwohl wir schon gerade weiß, wir könnten immer Zombies nachgucken, gell? Was haben wir denn eigentlich alles überhaupt schon gehabt? Dr. Zomboss. Da fehlen immer noch Zombies oder was? Okay. Also im alten Ägypten haben wir sie nicht alle gekriegt anscheinend. Alter, wir haben hier noch einen Arsch von Zombies. Könnte lustig werden. Ich bin mal gespannt, was uns noch so auf den Sack geht. Aber ich würde jetzt mal sagen, um jetzt großartig hier rum zu diskutieren, würde ich jetzt mal sagen, wir starten jetzt auf Level 12 und schauen mal, was uns erwartet. Wir wollen schließlich auch weiterkommen und das Level irgendwann beenden. Oh, und da ist mein Zukunfts-Ich nicht. Ich liebe den Geruch von Kokosnusskanonen am Morgen. Riecht nach, naja, Kokosnuss. Tippe die Kokosnusskanone an, um sie abzufeuern. Klatsch. Geil. Jetzt jagen so viele Zombies wie möglich. Okay. Zack, jawohl. Und die nächste Runde? Wie geil ist das denn? Ah. Und zack. Okay, die brauchen auch ziemlich lange, um sich wieder aufzuladen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Muss man halt leider immer im Hinterkopf haben dann, ne? Ah, eine daneben. Fuck. Und tschüss. Jawoll. Ich frage mich, ob das in irgendeinem Sinn hat, wenn wir mehrere Punkte jetzt holen. Oh, 6er Kombi, nice. Und zack. Und bäm. Friss Kokosnuss. Die sind auch schweinehart. Habt ihr schon mal so ein Ding mal aufs Hemd gekriegt? Ohne Scheiß jetzt. Also ich werde von den Kokosnüssen kein Freund, ehrlich gesagt. Aber ist schon lustig, dass mir hier diese Möwenzombies abknallen, ne? Boah, 5er Kombi, geil. Ich glaube nicht, dass ich den noch kriegen werde. Ah doch, den haben wir schon gekriegt. Geil. So, 18.000 Punkte. Ist doch mal ein schöner Schnitt, oder? Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt so das Maximum ist oder was man da rausholen kann. Aber mir ging es auch nicht darum, irgendwie einen Highscore zu schlagen. Ich wollte einfach nur das Level hinter mir springen jetzt. Perfekt. So, was haben wir erhalten? Schaufel extra erhalte 25% der Sonnenkosten. Oh, das ist geil. Das heißt, wenn wir Pflanzen wieder zu ausgraben, weil wir sie nicht mehr brauchen und woanders hinsetzen wollen, kriegen wir sogar 25% der Sonnen zurück. Geil. Das heißt, man kann immer so rechnen, dass man 25 Sonnen wieder zurückkriegt. Manchmal 50, je nachdem, wie schnell oder wie viel das war. Das ist natürlich geil. Geile Sache. Finde ich gut. Und wir haben bis jetzt immer noch keine Werbung, Leute. Immer noch keine Werbung. Letzte Hilfe, neue Risse im Raumzeitkontinuum hat sich aufgetan. Wir haben mit Zugang zu einer. Was, eine Arena? Arena, das klingt doch eine intergalaktisch-botanische Schlacht. In der Arena können wir zeigen, dass wir Pflanzenprofis sind und prestigeberechtigte Preise abholen. Wow, das waren viele PS. Klingt prima, um nicht zu sagen prächtig. Wow, geil, wir können jetzt die Arena sogar machen. Okay. Ich will nur mal reingehen, Leute. Ich will nur mal gucken. Leider gab es wohl ein Netzwerkkartenproblem. Ah ja, das hätte mich auch gewundert. Also ihr seht schon, ich kann wahrscheinlich nicht alles machen, aber gut. Kann ich da wirklich nicht rein? Geil, einfach nur geil, wie der Gargantua hier den Mast rausreißt, ey. Okay, wäre natürlich schade gewesen, vielleicht haben wir Glück und ich krieg's behoben. Ich werde es versuchen, ich kann aber leider nichts garantieren, dass wir die Arena machen können. Würde mich aber freuen, wenn wir es machen, mal hinkriegen würden. Also ich bin ja generell so ein Fan davon, das ist... Aber gut, dann ist es halt so. Dann hätte es nicht so sollen sein. So, damit hätten wir jetzt auf jeden Fall die Schaufel schon mal. Und wir sind bald dabei, unseren Triplinator zu kriegen. Ist das schön?
Wir haben trotzdem noch so einiges vor uns, ey, bis wir hier am Ende sind. Boah. Wie in jedem anderen Level. Also starten wir Level 13. Den Triplinator hätte ich gerne in diesem Part noch erhalten. So. Brauche ich Kokosnüsse? Produziere. Ah, okay. Wir haben jetzt wieder ein Sonderthema. Produzieren mindestens 2000 Sonnen. Wir müssen also 2000 Sonnen produzieren, um zu gewinnen. Okay, ein Piratenkapitän mit einem Geier. Okay, das ist nice. Ich bin mal gespannt, was der so drauf hat. Sieht für mich eher aus wie ein stinknormaler Dreckszombie, ne? Gut, was soll's. Die Kokosnusskanone brauchen wir nicht. Ich bin irgendwie kein Fan davon, richtig, weil die, die dauert mir zu lange beim Aufladen. Das ist nicht so schön. Und wir können sie leider nicht abquäden. Also ist es momentan auch nicht gerade sicherlich sinnvoll. So. Wir fahren die Taktik, wo wir die ganze Zeit gefahren haben. Wir nehmen jetzt erstmal unsere Doppelsonnenblumen diesmal mit. Das ist sicher wichtig, wenn wir 2000 Sonnen produzieren wollen, müssen wir es schnell, so schnell wie möglich. Dann würde ich sagen, wir hauen unseren Pack Scheuner mit rein und unsere Cornerpuls sowie unsere Springbohne, unser Stachelkraut und was wir jetzt noch reinnehmen könnten als Boni wäre eventuell... Nee, unsere Walnuss, das passt. Solange wir noch hier mit diesen Paar dazu... Blumen hier zurecht sind. Also solange wir noch einen Samenplatz zu wenig haben, sollten wir kein Risiko eingehen. Oh, vor allem die Sonnen, die werden nicht gezählt. Die vom Himmel kommen. Okay. Ich bin jetzt nochmal gespannt, ob wir die auch abgezogen kriegen. Das ist so dumm. Alter, so hätte ich mich schon mal voll gesoffen, Mann. Mein Lieber, Alter. So, 100 Sonnen haben wir. Nein, die kriegen wir nicht abgezogen. Also... Wir müssen nur gucken, dass wir 100% unsere Sonnen kriegen. Das ist nice. Also das heißt, wir sind schon hier ein bisschen abschnell. Das heißt, die müssen 10 mal produzieren. 20 mal produzieren und haben es geschafft. So, perfekt. Komm, Doppelsonnenblume. Jawohl, und die nächste Fuhr. So, das heißt, wir können noch eine setzen, das ist gut. Und mit denen, wo vom Himmel fallen, tun wir auf jeden Fall hier unsere Springbohnen erstmal nehmen. Schöne Sache. Ich will nicht wissen, was dieser Vogel eben machen wollte. Von diesem Dreckspiratengeier. Aber auf jeden Fall, der kann unseren Springbohnen anscheinend nichts anhaben. Das finde ich nice. Das ist sehr gut. Geil, wir sind gerade eine Walnuss zerscheppert, auch nicht schlecht. Hat was. Okay, dieser Piratenzombie, der. Ich trau dem nicht so ganz. Das heißt, der kriegt jetzt erstmal eine Respektschelle. Und die Sonnen können ganz gemütlich, da unsere Sonnenblumen können ganz gemütlich einfach produzieren, das ist gut. So, jetzt brauche ich auf alle Fälle noch ein paar Scheus, genau, falls hier was passiert. Klatsch. Alter, geil, einfach nur geil. Ohne Scheiß. Das macht so richtig Spaß, ey. Also der zweite Teil ist in solchen Sachen weitaus besser wie der erste. Ohne Scheiß jetzt, ohne Flachs. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut, die Fortsetzungen sind meistens, aber nicht immer. Also manchmal sind sie sogar schlechte. Kann ich jetzt in dem Fall aber nicht behaupten. Ich weiß nicht, was dieser Geier macht von diesem Zombie, gell? Aber er fuckt mich ab. Oh Scheiß, der fuckt mich wirklich ab. So, und das Level haben wir auch gleich geschafft. Das heißt, 2000 Sonnen haben wir gleich zusammen. Das ist geil, weil wir jedes Mal 100 Sonnen kriegen, ey. Und jetzt haben wir 1700. Schöne Sache, Harry, schöne Sache. Butterparty! Bäm! Friss Butter, Vogel. Und wir haben es geschafft. So, die Sonnen gehören uns, Leute. Ich hoffe nur, dass wir jetzt diese Welle jetzt noch überstehen müssen. Das wäre so ein richtiger Spaß und es geht einfach endlos weiter. Das wäre so richtig abartig. Aber ich glaube, das war's, weil da kommen auch keine Zombies hinterher.
Die letzte Welle, Freunde. So wie es aussieht. Schön, wie die alle so gleichmäßig. Und tschüss. Geil. Der Party reloaded. Ach komm, das machen wir jetzt. Das beenden wir jetzt. Okay, also dieser Piraten-Captain-Zombie, der tut schon einiges aushalten, ne? Ah komm, aber das fällt jetzt noch zu und dann ist gut. Perfekto. So, Tag 13 der Piratensee haben wir damit auch geschafft, endgültig. Würde ich jetzt mal behaupten, es sei denn, da kommt jetzt noch irgendeine böse Überraschung, wo wir jetzt nicht damit rechnen, so à la BÄM! Kommt jetzt so Zombos mit seinem ägyptischen Panzer und walzt uns einfach blatt, das wär's jetzt. Aber in diesem Fall nicht. Aber ich glaube, das kann noch passieren, ich bin mal gespannt. So, unser Kohle steigt, unser Geld wird immer mehr, wir haben die Schätze der Piraten auseinandergenommen und wir haben jetzt das nächste Level jetzt vor uns. Ich bin jetzt mal gespannt. Und bis jetzt noch keine Werbung, das finde ich nice. Auch schön, wenn sich hier durch so ein Bug so das Ding verschiebt. Oh, Penny, das Pennermobil. Noch ist der Ebbe, doch langsam nähern sich die Wellen. Schnappt ihr meinen Schwimmflügel, es wird nass. Ha! Okay. Plane deine Verteidigung und besiege die Zombies. Okay, ob das jetzt mit der Ebbe jetzt eventuell ein Problem sein könnte, aber das weiß ich jetzt nicht, aber gut. Oh, das wird interessant. Wir haben 3000. Dieser Pirat, der geht mir ein bisschen auf die Nüsse. Vor allen Dingen hier diese Einmal. Oh, fuck, Alter, das wird lustig. So, wir brauchen auf jeden Fall das hier. Dann brauchen wir auf jeden Fall unseren Pack Scheune, dann brauchen wir auf jeden Fall unsere Dings. So, die Springbohne brauchen wir. Ich würde sogar sagen, das brauchen wir auf alle Fälle. Und wir gucken jetzt mal, dass wir eventuell sinnvoll. Ja, wir nehmen das Drachenmäulchen mit. Und gucken mal, was wir hier raus machen können. So, ich würde sagen, 1, 2, 3, dass die Hauptverteidigung auf alle Fälle schon mal steht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich brauche hier auf alle Fälle Springbohnen. Da noch ein Pack Scheu. So, und jetzt... 1, 2, 3, 4, 5. Falls die durchkommen, vielleicht hier und hier. Sieht zwar chemisch aus, aber ich glaube, das könnte funktionieren. Das heißt, wir könnten... Hier noch 1, 2, 3 setzen. Okay, Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, da war jetzt kein strategischer Hintergrund, aber ich denke mal, dass das so in Ordnung ist. Also nur mal zum Erläutern, warum ich das hier mache. Ich brauche hier den Außenposten auf jeden Fall immer einer mehr, das ist klar. Und hier vorne die Pack Scheus, die machen das ein bisschen schon mit denen haben wir schon gelernt haben, wenn vorne dran die ganzen Stachis sind, die halten das Ganze ab. Wichtig ist mir nur, ich brauche hier auf jeden Fall, um die Zombies hier wegzufeuern, die Springbohnen und die hier decken im Prinzip diesen ganzen vorderen Bereich ab, sollte dem Pack Scheus etwas passieren. Ich denke mal, das ist so in Ordnung. Warten wir mal ab. Das war jetzt die beste Strategie, die ich fahren konnte, weil jetzt werde ich nämlich auch hingehen. Zack, werde die Verteidigung stehlen. So, und jetzt hast du nur noch abwarten und Tee trinken. Was ich jetzt auch machen werde. Also sieht doch schon mal gut aus bis jetzt. Wartet ab, Leute. Am Ende kriegen wir das ohne Probleme gebacken. Nee, das wär's. Oh, Alter. Die landen kaum und kriegen die Fresse voll. Das ist so geil. Saugenial, ey. Die Springbohnen da oben, die tut mir ein bisschen weh gerade, aber gut, ich kann da nichts machen. Ich kann jetzt leider nichts mehr dran ändern. Na?
Ich würde mal sagen, es war erfolgreich, ne? Ey, wir haben noch nicht mal eine Pflanze verloren. Ich habe jetzt gedacht, es könnte ein enges Rennen werden, aber egal. Wir haben wirklich mit dieser Billo-Taktik eigentlich das ganze Feld jetzt geräumt. 1A. Das Einzige, was wir halt durch die blöden Fass-Zombies jetzt Federn gelassen haben, waren im Prinzip hier unsere Starris. Aber das ist auch das Einzige. Geil, einfach nur geil. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Und wir haben Triplinatoren. Das macht jetzt Spaß. So. Verschießt Erbsen in 3 Reihen. Planen und Verteidigung besiegte Zombies haben wir mit Bravour abgeschlossen, Leute. Und ab geht's ins nächste Level. Es ist schön, dass wir keine Werbung haben. Ey, ich dachte wirklich, dass wir hier werbungstechnisch einfach nur voll geflext werden. So, schau mal. Verhindere, dass die Zombies die Blumen zertrampeln. Ah. Okay. Das ist jetzt aber neu. Die dürfen nicht die Blumen hier zertrampeln. Das heißt, die dürfen nicht hier hinten ran. Das hat jetzt nichts mit der Schimmelpilzkolonie wieder zu tun, ist aber fast dasselbe. Also im Endeffekt ist es jetzt kein Bereich, wo wir nichts pflanzen dürfen, sondern ein Bereich, den sie nicht überschreiten dürfen. Okay, wir haben einen Triplinator, das sitzt ziemlich gut. Okay. Ich brauche auf alle Fälle erstmal hier das Doppelsonnenblumen. Den Triplinator setzen wir hinten ran, das ist gar nicht verkehrt. Unser Pack Scheu nehmen wir mit. Unsere Cornapulte plus unser... Ich glaube, die Stachis brauchen schon nicht mal. Das ist nice. So, den Triplinator nehme ich. Oh, den können wir sogar abquälen. Das machen wir auch. Geil, vor allem, wir brauchen den nicht mehr so lange zum Aufladen. Machen ein bisschen mehr Schaden. Das ist nice. So. Und, da würde ich sagen... Oh, geil, wir können unsere Jalapeno schon aufrüsten. Haben wir noch gar nicht. Das ist gut. Da würde ich sagen, erlebt unser... Nee, ich nehme das Drachenmäulchen. So, auf geht's. Genau. So, wie gehen wir da am besten jetzt ran? Setzen da auf jeden Fall noch einen Triplinator. Da haben wir schon mal alle drei Reihen schon mal abgedeckt. Das heißt, da kann jetzt nicht so viel passieren. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir hier anfangen, erstmal zu sichern. Weil ich würde nämlich ungern das sehen, dass die Blumen zertrampelt werden, nur weil irgend so ein Spasti meint, der müsste einfach mal drüber segeln. So, perfekt. Das heißt, hier setzen wir eine Sonnenblume hin. Damit die ein bisschen regenerieren kann. Und nutzen auch gleich mal unseren Boost. Damit wir noch mehr setzen können. So. Und tschüss. Okay. So, das heißt, den nächsten Triplinator setzen wir da hin. Das Schöne ist, wir brauchen da nicht so viel dafür zu machen. Das ist halt das Geile. Und da kommt Pack schon hin. Bäm, friss Fäuste. So. Ah, da kommt ein Kanonenzombie, das ist schlecht. So, perfekt. Nice. So. Hier ein Drachenzombie. Oh oh. Alter, was ist das, ey? Die gehen hier ab wie Schmitz Katze. Leck mich am Arsch, du. Geil. Oh oh. Bam! Perfekt. So, hier muss ein Pack Scheu auf alle Fälle hin und da brauche ich auf jeden Fall noch eine Drachenpflanze. Und vor allen Dingen wäre es ganz gut, wenn ich einen Triplinator jetzt noch irgendwie kriegen würde. Jawohl, jetzt setzen wir den Star hin. Perfekt. Also ich denke mal, das mit den Pflanzen, das haben wir locker geschafft, aber war etwas komisch.
Naja, jedenfalls, die Blumen sind gerettet, also da brauchen wir uns keinen Kopf zu machen. Ich habe schon ehrlich gesagt Angst gehabt, dass die, wie mit der, wie das da oben war, dass die jetzt da einfach durchrennen, ne? Das wäre nicht so schön gewesen, da hätte man das ganze Level in die Tonne klommen können. Aber bis jetzt haben wir alle Sonderregelungen geschafft. So, was geht jetzt nächste Level, Baby? Was haben wir denn da Schönes? Oh. Denk dran, schätze diese Pflanzen. Und lass die Bohnen nicht über die Planke gehen. Überlebe und schütze. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Okay, wir müssen. Die stehen natürlich richtig bescheuert da jetzt. Und vor allen Dingen bin ich mal gespannt, was wir jetzt da haben. Na, klasse. Das ist schön. Das ist wunderschön. Gut, das heißt, die Packscheu müssen vorne ran. Boah, fuck. Das wird interessant. Oh je, Mini. Das wird eine böse Runde, glaube ich. Die Triplinatoren lassen wir mal weg. Ich brauche auf jeden Fall jetzt noch unsere Konapulte, weil anders werden wir das nicht schaffen. Alte Witzka. Das wird lustig. Das ist gar nicht gut gerade. Wir können zwar in der ersten Runde ein bisschen überleben, weil die sie ja sowieso wegfeuern, aber... Denen darf nichts passieren und das ist das größte Problem, was ich habe. Also. Setzen wir die Strategie ein bisschen anders, ne? Ich liebe diese Teile, Alter. Ich finde die so geil. So. Komm schon, komm schon. Lass mich nicht im Stich, Walnuss. Jawohl, Walnuss, du bist mein Freund. So, perfekt. Solange die nicht durchkommen dürfen, kann an den Pflanzen ja auch nichts passieren. Darauf spekuliere ich ja gerade. Perfekt. So, Verteidigung steht. Nice. Sehr gut. Und tschüss. So, jetzt können wir uns dran kümmern, jetzt erstmal unsere Verteidigung hier aufzubauen. Wunderbar. Oh fuck, nein, 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 nein. Scheiße. Fuck, ey. Okay. Das war jetzt keine gute Runde. Und vor allem wegen unserer Verteidigung steht noch nicht richtig. Das ist ekelhaft. Oh Mann, ey. Oh, das ist jetzt nicht gut gerade, was hier abgeht. Und tschüss. Oh, fuck. Alter, die Packscheu haben richtig zu kämpfen. Leck mich am Arsch, du. Boah. Oh, ein kleiner Fehler und wir hätten das Ding richtig in den Sand gesetzt, Leute. Ohne Scheiß jetzt. Boah. Böse, böse. Das Böse. Boah, ohne Scheiß. Ich hab eben einen halben Herzkasper. Boah, mein verfetteltes Herz, wir beide verreckt, ey. Shit. Oh, wir können die Kanone aufrüsten, nice. Boah. Ey, eben wird's ekelhaft, Leute. Eben wird's wirklich ekelhaft, ohne Scheiß. So, ein Level haben wir noch vor uns, bevor es jetzt zum Ende zugeht. Ohne Werbung. Schön. Boah, Leute, wer kennt das nicht, der diese Hundsgemeinde Level? Erledige 20 Zombies in 30 Sekunden? Schauen wir mal, wie das jetzt gehen soll. Z.
20 Zombies in 30 Sekunden? Wie zum Geier soll ich das machen? Geil. Das muss man jetzt mal einer erklären. Ich glaube nicht, dass wir das gebacken kriegen, aber wir probieren es. Okay. Was ist das Desaströseste, was wir haben? Eigentlich die Kanone, ne? Aber die Kanone schießt so in eine Reihe, das ist blöd. Obwohl. Wir nehmen sie mal mit, mal gucken, was passiert. Das Packschau natürlich, hier ist unser Ding und unser Springbohne. Und dann schauen wir mal, was wir so reißen können. Das könnte eventuell funktionieren, wenn ich mir das so denke, was ich vorhab. 20 und 30 Sekunden. Boah. Das ist eine Hausnummer. Hm. Also ich kann wirklich nur vermuten, wie das funktioniert. Interessant. Okay, wir geben mal unser Bestes. Also ich habe das Gefühl, dass wenn ich das mit der Kokosnuss mache, dass es eventuell hinhaut, wenn die sich hier alles sammeln. Da kann man richtig reinfeuern. Das ist aber das Einzige, wo ich die Vermutung habe, dass das klappen könnte. Wobei 30 Sekunden ist eigentlich eine relativ lange Zeit für so ein bisschen Dings. Muss man ja auch sagen, ne? So. Weil ich mich echt fragen soll, ob das hier klappt. Wir probieren es. Wir geben unser Bestes, Leute. Mehr können wir nicht machen. So, da jetzt noch ein bisschen was hinbauen. Die Absicherung ist da. Jetzt habe ich das gesehen, haben wir fast Zombies. Das wäre jetzt natürlich desaströs, ne? Das habe ich nämlich voll verbockt. So, perfekt. So, schätzen wir mal hier unsere Walnüsse noch. Damit wir hier ganz untergehen. Ah, der Timer geht runter. Das ist schlecht. Also wir müssen in den 30 Sekunden wirklich so viel zerstören, wie geht, ne? Der Timer läuft. Gut. Nice. Also ich habe das Prinzip verstanden. Es ist nur eine Sache, ob wir das umsetzen können. Boah, geil. Habt ihr gesehen? Da hat er den Vogel einfach mal weggenatzt. Alter. Geil. Er hat voll den Vogel weggeklatscht. Ja, voll geil. So, jetzt bräuchte ich so eine Kanone, das wäre jetzt hilfreich, ey. Da könnten wir richtig reinfeuern. Bam! Ja! Wir haben es geschafft, Leute. Innerhalb von 30 Sekunden 30 Zombies weggehauen. Geil. Also hat gut funktioniert. So. Jetzt müssen wir nur noch die nächste Welle überleben. Ohne irgendwie psychischen Schaden davon zu tragen. Und dann haben wir es auch geschafft. Die Kokosnusskanone heben wir uns auf für die Dings. Achtung! Voll den Vogel genagt. Ey, ich sag ja, diese Packschuhe sind geil, Alter. Ich finde die genial, ohne Witz, ey. Die sind geil einfach nur. Alter, die Teile sind so assi. Das ist Wahnsinn. Unfassbar. Hammer hat. Klatschen die den Vogel ins Nevada. Ich dreh durch. Unglaublich, ey. Unglaublich. Ohne Worte. Hammerhart. Da fällt mir nichts mehr ein. Ja. Voll den Vogel weggenatzt, ey. Alter.
Habt ihr schon mal einen Vogel im Kinnhaken gegeben? Ich meine, klar, Tieren tut man nichts, aber jetzt stellt euch das mal wirklich vor, ey. So, voll im Vogel in die Fratz rein. Alter, ohne Scheiß, das ist geil. So. Level completed, Leute. Wir haben es geschafft. Geil, einfach nur geil. Voll den Vogel geknackt. Boah, das ist eine Steuer. Ernst, ey. Boah, scheiße, ist das geil. So, wir haben 20 Zombies in 30 Sekunden erledigt. Ich denke mal, das war noch einfach. Ich gehe mal von aus, dass wenn wir irgendwann mal in die nächsten Level kommen, da haben wir ein richtiges Problem damit. Gehe ich mal stark von aus, weil ich glaube nicht, dass es so einfach bleiben wird, wie es momentan ist. Und ihr habt ja schon am Bosskampf gesehen am letzten, dass es schon hart wird. So, in diesem Sinne, wir haben ein gutes Stück gemacht hier. Wir haben noch ein paar Level vom großen Finale. Ich denke mal nicht, dass wir im nächsten Part alles packen werden. Ah, obwohl, man weiß es nicht, wenn wir gut sind. Aber der Bosskampf, der wird wahrscheinlich heftig werden. In diesem Sinne, Leute, ich bin euer Katie Supreme, wenn ich euch das Video... Okay. In diesem Sinne, ich bin euer Arcadia Supreme. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben oder den Kommentar freuen. Ansonsten ist es schon gerne freigestellt, ein Abo zu hinterlassen. Würde mich auch sehr freuen, wenn die Community ein bisschen wächst und die Arcadians ein bisschen mehr in den Vordergrund geraten, beziehungsweise ein bisschen mehr Commentary-Action da ist. Ich meine, ich finde es geil, wenn einfach so Kommentare dann kommen und dann kann man so darauf im nächsten Part so ein bisschen eingehen. Das finde ich auch total geil. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Ciao.